Allgäu TV Spezial. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Wir nehmen Sie heute mit auf eine kleine Reise und gucken uns das Allgäu mal aus einer anderen Perspektive an. Und damit sage ich Glück ab, gut Land. Uhr im Tannheimer Tal. Noch ist nicht viel zu erkennen von den Heißluftballons, die heute auf diesem Platz starten. Doch so langsam beginnt der Aufbau. Und der ist nur im Team zu bewältigen, denn für einen allein ist so ein Ballon einfach viel zu groß. Über 4000 Kubikmeter Luft passen in diese Art von Ballon. Das ist so viel wie das Ladevolumen von 36 großen Lastwagen. Jedes Jahr findet das Tannheimer Ballonfestival statt. Aber wie kommt Tannheim zu dieser Leidenschaft fürs Ballonfahren? Also die Leidenschaft hat Rudi Höfer mitgebracht. Er organisiert das Festival und Ballonfahren, das begeistert die Leute immer wieder und aufs Neue. Und es ist ein schönes Hobby für die Ballonfahrer und für den Gast, der mitfährt, auch ein wunderbares Erlebnis, über die Berge und Richtung Allgäu unterwegs zu sein. Rudi Höfer hat mit seinem Ballon schon ein wenig mehr von der Welt gesehen. Ganz Europa, Norwegen, Kanada und Antigua, das sind nur ein paar Orte, die er mit dem Ballon erkundet hat. Einige bleiben natürlich in besonderer Erinnerung. Japan und China sind schon was Besonderes. Ich bin damals in China über die chinesische Mauer gefahren, als einziger Europäer. Und das war schon eine tolle Sache, das hat mir schon sehr viel Eindruck gemacht. Man sollte meinen, bei so vielen Fahrten wäre schon irgendwann einmal etwas passiert. Ganz ehrlich, in 26 Jahren nein. Mal ein bisschen viel Wind, aber ich habe in 26 Jahren keinen Verletzten gehabt, keinen Unfall, nur mehrere gebrochene Herzen. Da haben sich unterwegs ein paar Paare ineinander verliebt, kann aber nichts dafür. Glück ab, gut Land. Und dann geht es endlich los. Wir stehen zu fünft plus Kamera in einem Korb, der erst einmal viel zu klein scheint. Hatte ich erwähnt, dass ich eigentlich unter Höhenangst leide? Doch der Ballon ist so ruhig, dass man gar nicht merkt, wie schnell man wirklich in die Höhe steigt. Bis zu 3 Meter pro Sekunde steigen wir teilweise auf. Aber dadurch, dass wir mit dem Wind fahren, ist es im Korb komplett windstill. Und die Aussicht ist von Anfang an atemberaubend. Check it out, check it out. An unserer Seite haben wir Roland Donnerstag. Seit rund 20 Jahren ist er Pilot und hat schon gute 500 Fahrten hinter sich. Du als unser Pilot bringst uns sicher durch die Luft. Wie bist du denn dazu gekommen, Ballonfahrer zu werden? Genau, nee, ich hatte 1993 hatte ich eine Fahrt als Passagier. Und hatte ich diesen Ballonvirus. Habe angefangen danach den Ballonschein zu machen und seit 1995 bin ich Pilot, Ballonpilot. Ballonschein, das heißt, es ist eine Prüfung, die man ablegen genau, muss? Genau, es ist im Prinzip ein Pilotenschein, ich habe eine Privatpilotenlizenz, halt ausschließlich für Heißluftballone. Jetzt hast du gesagt, wir können das Ding nicht wirklich steuern. Wie wissen wir, wo wir am Ende landen? Ja gut, im Prinzip durch die Wetterberatung, die uns eine grobe Richtung vorgibt. Aber jetzt im Feinen, unten im Flachland, ob es 5 Grad nach rechts oder nach links geht, das kann ich nicht. Nee, da lassen wir uns einfach treiben und suchen uns einen schönen Landeplatz. Wir achten darauf, dass der Verfolger uns, also dass eine Straße in der Nähe ist, dass der Verfolger uns findet. Das sind so die Kriterien für eine gute Landung, ja. Ist es jetzt bei dir immer alles gut gegangen oder gab es da schon Situationen, die ein bisschen heikel waren? Nee, also heikel war noch nichts. Bisher alles, ja, toi, toi, toi.
bei diesem Anblick denkt man auch noch gar nicht an die Landung. Erstmal geht es jetzt Richtung Ostallgäu. Allerdings lässt sich so ein Ballon nicht wirklich lenken und da kommt das Fingerspitzengefühl unseres Piloten ins Spiel. Denn durch das Ändern der Fahrhöhe verändert sich die Fahrtrichtung. Ja gut, aber wir haben immer noch nicht die Schicht gefunden, nee. die ich eigentlich möchte, weil wir haben jetzt diese 8, ja gut, wir hatten gerade 80 Grad, ich will weniger Grad haben, weil 80 ist diese Richtung. Okay. Je weniger, je weiter nach links geht's. Also das die Höhe suche ich jetzt und dann schauen wir einfach. Je nachdem, wie hoch Roland den Ballon steigen oder sinken lässt, kann er also den Kurs etwas ändern. Denn der Wind bläst in unterschiedlichen Höhen in unterschiedliche Richtungen. Am Boden ist uns unser Verfolger Adolf auf den Fersen. Er wird uns, egal wo wir am Ende landen, wieder aufsammeln und nach Hause bringen. Per Funk bleiben Pilot und Verfolger immer in Kontakt. Und so weiß Adolf immer unsere Position und kann schnell bei uns sein, wenn wir landen. Über dem Weißen See angekommen, gucken wir uns dann doch noch nach einem geeigneten Landeplatz um. Doch die Windströme lenken uns immer wieder in die falsche Richtung ab. Kaum kommen wir dem Boden etwas näher, weht er uns zurück zum See, zur Autobahn oder sogar einem privaten Garten. Also steigen wir aufs Neue auf und hoffen, dass der nächste Luftstrom uns ans Ziel bringt. Immerhin ist unser Verfolger Adolf bei jedem Landeversuch schon zur Stelle und wartet auf uns. Und als es dann beim dritten Anlauf endlich doch mit der Landung klappt, ist sie dank des Schnees angenehm sanft. Die restlichen Meter wird der Ballon dann vom Boden aus gelenkt. Und das heißt auch für meinen Kameramann Jonas aussteigen und anpacken. Wir Frauen dürfen drinnen bleiben und werden auf Händen getragen. Roland, erzähl mir mal, wie war denn das jetzt gerade mit der Landung? Ja, bei der Landung, also in dem Fall jetzt so, wir hatten am Boden sehr variable Winde, also keine starken Winde, aber sehr variabel. Und da ist es oft so, dass der Wind wechselt von, sag jetzt mal, von 10 Metern zu 10 Metern. Im Prinzip das, was wir jetzt auch hatten. Wir haben gesagt, hey cool, die Richtung genau zu der Wiese oder zu der freien Fläche und runtergegangen und dann denken wir wieder, oh nee, also hat es uns wieder weggetragen. Das haben wir dann, wenn wir sehr schwache Winde haben und dann sind die auch sehr oft sehr variabel. Wenn wir jetzt bei der Landung angenommen 5 Knoten haben, dann ist es klar, dann hast du eine Richtung, dann weißt du, wo du landest. Und
Und auch beim Zusammenpacken des Ballons ist wieder Teamwork gefragt, bis er wieder in seinem Anhänger verstaut ist. Doch das heutige Abenteuer ist noch nicht vorbei, denn jeder, der das erste Mal in einem Ballon fährt, wird getauft und in den Adelsstand erhoben. Dann kriegt ihr einen Namen, einen adligen Namen, den müsst ihr euch merken. Den müsst ihr aufsagen können, wenn ihr gefragt werdet. Von jemandem, der getauft ist, weißt du deinen Namen, du musst den Namen wissen. Falls du nicht weißt, da kostet eine Runde Sekt. Also heute bist du doch verschont davon. Aber wenn dich morgen jemand sieht, wie heißt du, dann musst du den Namen kennen. Okay. Jonas konnte seinen Namen, den er bei seiner ersten Ballonfahrt bekommen hatte, nicht wiedergeben. Und damit schuldet Alpengipfelgraf Jonas, der fesche Korbrandfilmer über Kempten, dem Ballonfahrtteam eigentlich eine Flasche Sekt. Wir knien nun ehrfürchtig nieder und lassen es geschehen. Der den Himmel hat so weit bestellt. Als schönsten Teil der ganzen Welt. Als schönsten Teil der ganzen Welt. Er gibt hiermit sein Wissen kund. Er gibt hiermit sein Wissen kund. Weiterhin haben wir die Katharina Prügel. Die Katharina taufen wir nach aller Zunft und Ordnung der Ballöner auf den Namen Baroness Kater, wagemodige Luftfee, kreuzen quer in den Alpen und nach 3 Anläufen am Weißen See gelandet. Auch bei dir schöne gleich. Haare, ja. Die schönen Haare. Genau. Das macht Spaß, gell? Ja, das macht richtig. Ich glaube, das brennt auch gut. Das ist ja. Okay. Bleibt mal wild. Tausendzünder. Oh, auch wieder schön. Du hast das. Dass gleich so viel von meiner Haarsträhne in Flammen aufgehen würde, hätte ich eigentlich nicht erwartet. Aber immerhin wird man nur einmal getauft und der Rest meiner Haare ist sicher. Außerdem bin ich jetzt Baroness und das war es wert. So, liebe Zuschauer, wir sind dank unseres Piloten wieder wohlbehalten am Boden angekommen. Und ich kann Ihnen sagen, das war sicher nicht meine letzte Ballonfahrt. Ich hoffe, Sie hatten auch so viel Spaß und wir sehen uns das nächste Mal bei einer neuen Ausgabe von Allgäu TV Spezial.